Frohnatur, Dauergrinser, gute Laune Garantie. Wenn Medien über ihn berichten, könnte man denken, Mo Salah kann gar nicht schlecht gelaunt sein. Warum sollte er auch? Grund zur Sorge ist für ihn, zumindest aus sportlicher Perspektive, gerade keiner in Sicht. Doch das war nicht immer so. Der Weg in die Fußball-Weltspitze war für Salah ein weiter. Das spürt er schon in seiner Jugend. Im Alter von 14 Jahren wird der erste größere Club auf Salah aufmerksam, der in einem kleinen Dorf in Ägypten aufwächst. Die Strecke zum Fußballtraining nach Kairo, 130 Kilometer. Knapp 3000 Kilometer entfernt ist Salahs nächste Station. Bei einem Freundschaftsspiel der ägyptischen Olympia-Auswahl knipst er zweimal gegen den FC Basel. Noch im selben Jahr wechselt Salah 2012 zum Schweizer Erstligisten. Ein Jahr später schießt Salah gleich beim Champions-League-Debüt sein erstes Tor beim 2:1-Sieg gegen den FC Chelsea. Es sollte Salahs nächster Treffer gegen einen künftigen Club sein, denn 2014 verpflichtet Chelsea den Ägypter und Salah nimmt zum ersten Mal Anlauf auf der Insel. Doch auf Dauer findet Salah bei den Blues keinen Platz. Chelsea-Trainer José Mourinho besetzt die offensiven Außenbahnen lieber mit Eden Hazard und Oscar. Nach einem Jahr verlässt Salah die Premier League wieder und wird zunächst zur AC Florenz verliehen. Anschließend verpflichtet ihn die AS Rom fest. Dort gehört Salah zum Leistungsträger, schießt in 2 Jahren mehr als 30 Tore und folgt anschließend erneut dem Ruf aus England. Diesmal landet Salah als Wunschspieler von Jürgen Klopp in Liverpool und diesmal freundet sich der Ägypter mit der Premier League an. Die Reds um das offensive Dreigestirn um Salah, Mané und Firmino gewinnen 2019 die Champions League. In der darauffolgenden Saison holt Liverpool auch dank Salah die erste Meisterschaft nach 30 Jahren. Der Ägypter ist damit einer der Gründe für die derzeit erfolgreiche Ära beim FC Liverpool und begeistert Fußballfans auf der ganzen Welt. Solange der Offensivspieler diese Spielfreude nicht verliert, werden die Medien wohl auch weiterhin über einen gut gelaunten Mo Salah berichten.